Ja, hallo, liebe Camper. Moin, moin. Heute mal ein kurzes Video über Versiegelung im Fahrzeug. Ich möchte euch ein, zwei wichtige Stellen meines Erachtens näher bringen, die ich im Fahrzeug ziemlich am Anfang schon gleich habe nachversiegelt bzw. neu versiegelt. Hatte halt mehr den Hintergrund, weil ich durchs Fahrzeug gegangen bin und mir alles angeguckt habe. Wie ist alles so im Detail verarbeitet? Wie sehen die Silikonarbeiten aus? Also im Fachjargon nennt sich das ja alles Versiegelung. Meine Frau hat ein paar Jahre bei Wohnmobil Hobby gearbeitet. Von daher bin ich da ziemlich gut versorgt, was Fachbegriffe im Wohnmobilbau angeht. Drum geht es heute um die Versiegelung. Und zwei Stellen werden es werden. Der gesamte Fußbodenbereich im Einstieg. Küchenzeile vorbei, hinter Richtung Schlafbereich. Also ich sag mal der Hauptlaufgang im Kastenwagen, im Campervan und die Nasszelle, Badezimmer, wie man es nimmt, wie man es sieht. Da mussten wir auch ganz viel, was heißt ganz viel, da mussten wir eigentlich alles, was da war, neu machen und noch was hinzufügen als deutliche Verbesserung. Weil das die Nasszelle so nicht praktikabel war mit Duschen und ich sag mal, man hätte viel Nerven gelassen, was Putzen, Trockenlegen, Reinigung angeht. Das war nicht optimal gelöst. Trotz alledem bin ich überzeugt von dem Konzept vom Pilote, beziehungsweise ja nicht nur Pilote, ist ja alles, was diesen französischen Konzern betrifft, Yukon, und die bauen ja alle dieselbe Nasszelle ein und die ist schon ziemlich praktisch gehalten, was die Anwendung und ja, das Duschen angeht. Na, da muss man, ist nicht so viel Holzbau, das ist schon echt cool, aber ist heute nicht unser Thema. Ich zeige euch jetzt mal meine Verbesserung, die ich für uns entschieden habe durchzuführen und ja, schaut selbst. Ja, wie eben schon angesprochen, ganz großes Thema für mich gewesen. Einstiegsbereich. Wohnmobil, und zwar Küchenblock und gleich der Bereich an der Schiebetür. Ich habe mir halt die Mühe gemacht, alles mit klarem Silikon entsprechend nachzuversiegeln. Vorher gereinigt, dann abgeklebt und hier komplett Silikon gezogen. Auch an den kritischen Stellen, wo sich immer Feuchtigkeit sammelt, Dreck sammelt, sieht man jetzt hier schon. Ist jetzt ungefähr ein gutes Vierteljahr alt. Auch hier die Übergänge zu den Kunststoffen. Und gerade hier, wo man immer rein und raus geht, da sieht man schon gut, wie sich jetzt hier auch ein bisschen Dreck abgelagert hat durch Schuhe und Witterung. Aber ich bin immer noch davon überzeugt, dass genau diese Aktion in Sachen Haltbarkeit und in Sachen Schutz des Wohnmobils enorme Vorteile bringt. Und hier die ganze Küchenzeile bis hinter. Ich zeige das gleich nochmal detaillierter. Aber was ich noch zeigen möchte, hier hinterm Block, dass da auch hier sieht man ja, es ist noch sauber. Da ist ja auch keine großartige Abnutzung dran. Dass die Versiegelung auch da zu tragen kommt. Und im Küchenbereich fanden wir das besonders wichtig, weil wenn gekocht wird und wir hatten das schon, ist es was oben drauf umgekippt, es läuft was runter. Wir fahren mit Kind, hier sind noch manchmal Kinder, wenn wir mit mehreren fahren. Es kippen Sachen aus, es kann passieren. Und dann kriegt das alles hinter die Anlage hier, also überall hinter den Möbelbau. Dann kriegt man das so schnell nicht trocken. Im Sommer kann man Glück haben bei kleineren Mengen, dass es einfach verdunstet. Im Winter ist es schon ein Problem. Gerade auch mit nassen Füßen. Von daher fand ich das wirklich eine sehr gute Sache. Und es war die Mühe alle Male wert, den gesamten Bereich des Einstieges plus Küchenzeile. Und ich habe das auch unterm Kühlschrank, weil auch der Kühlschrank ist eine, ich sag mal, wasserführende Stelle in dem Sinne. Gerade wenn er schwitzt, beziehungsweise wenn er abtaut oder es kann auch mal was beim Kühlschrank aufmachen, auskippen. Dann ist alles hier unten schön
mit einer sauberen Silikon dazu und es kriegt halt, wie gesagt, nichts in den Möbelbau. Und hier liegt noch unsere Automatiklampe für nachts. Die ist ja nur angeklettet. Hier habe ich es halt nicht gemacht, weil wir hier so einen Tritt haben mit noch einmal Staufach. Da war das nicht möglich, aber hier an der Seite führt sich das fort und komplett um die Duschkabine und wieder vor. Bad zeige ich, geht's gleich nochmal separat. Ja, Badezimmerbereich bzw. Nasszelle im Pilote V600G. Hier hat mir eigentlich die ganze Versiegelung überhaupt nicht gefallen. Alles um die Toilette war mit so einem weiß- bis gelblich-touchfarbenen Silikon vom Werk aus die versiegelt. Das zog sich dann quasi, weil es ja eine Banktoilette, die kann man ja schieben, hier hinten komplett lang, einmal hinter der Jalousie. Wie gesagt, die ganze Banktoilette und seitlich hier bis runter, das hat uns persönlich überhaupt nicht gefallen. Und ich fand es auch ziemlich husch-husch gemacht. Also keine gute Verarbeitungsqualität, was die Versiegelungsarbeiten in der Nasszelle anging. Und was noch ein riesengroßes Manko war, wenn man das hier klappt, da kann sich jeder schon mal drauf einstellen, der sich so ein Fahrzeug holt. Das Knacksen kommt von dem Dämpfer hinten. Das ist, wenn der lang nicht benutzt wird, das legt sich dann mit der Zeit. Man benutzt das Handwaschbecken, wäscht sich hier ganz normal die Hände. Selbst wenn man es grob trocken macht, sobald das geklappt wird, läuft die ganze Suppe, was hier noch in der Schale ist, zwar in die Ablaufrinne, nur ganz, ganz viel geht hier auf die Kante. Und vom Werk aus ist die Kante zu diesem Kunststoff nicht versiegelt. Da ist nichts drin. Das heißt, es läuft hier alles hinter dem Möbelbau. Und da war ich dann der Meinung, das muss alles nachgearbeitet werden. Und so haben wir das, dass das hier auch alles spritzgeschützt ist und nichts hier zwischenläuft. Weil wenn es da zwischenläuft, kommt es hier unten bei der Toilette raus und wird hier alles nass. Von daher auch alles nachgearbeitet. Ja, viele werden jetzt natürlich sagen, ja, da geht Garantie verloren, dann übernehmen die nicht mehr auf Dichtheit bzw. auf Mangel am Bad. Ganz ehrlich, ist mir egal. Ah, sieht das keiner, dass ich das nachgemacht habe, weil es ist besser als von Werk. Und zweitens weiß ich wenigstens, ich kann die Nasszelle jetzt benutzen, ohne Schäden in der Kabine zu machen, weil das wäre voll gegeben und dann hätte ich noch mehr Ärger gehabt, als ich mit dem bisschen Silikon habe vielleicht, was ich wahrscheinlich auch nicht haben werde. Also werde ich auch nie haben, Punkt. Ja, aber auf jeden Fall war die Kabine so nicht beduschbar, weil es wäre überall dahinter gelaufen, das war richtig mangelhaft. Also so gut wie so ein Pilote ist, preis-leistungsmäßig, und wir eigentlich echt zufrieden sind, aber ich mache da nochmal eine Roomtour zu, war das eine glatte, naja, 4 minus. Ja. Jetzt ist das alles nachgearbeitet. Wie gesagt, ganz kritisch Waschbecken. Hier überall dahinter den Zwischenraum mit klarem Silikon zu füllen. Das sieht man auch nicht. Das fällt keinem auf, dass das nicht vom Werk auf ist und hat einen Rieseneffekt und schont die Nerven. Man muss nicht alles trocken machen. Man muss nicht alles trocken wischen, trocken legen und man braucht keine Angst wegen irgendwelchen Schäden haben, wenn man sich mal die Hände wäscht und danach zuzeitig hochklappt, weil man nach dem Händewaschen nicht das Waschbecken richtig trocken gefoltert hat. Ne? Also viele Probleme hier dran abgestellt, man kann hier wunderbar drin duschen. Nicht wundern, Duschschlauch habe ich erstmal abgebaut, weil er mir nur quer hing und mit einer Blindkappe versetzt, falls doch mal jemand aus Versehen rankommt, dass das auch ausgeschlossen ist. Genau. Habe ich aber an Bord, wer der gebraucht wird, ist das in 10 Sekunden installiert. Genau, ihr Lieben. So, das war unsere Nasszelle, mal im kleinen Detail, was Versiegelung angeht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mein Anliegen diesbezüglich ein bisschen näher bringen. Ich möchte mal kurz zusammenfassen. Also Bereich des Laufganges im Kastenwagen war halt der Hintergrund, wenn was ausläuft, dass grundsätzlich alles schnell aufgewischt, aufgefeudelt werden kann und um weitere Folgeschäden schnell zu verhindern. Da man auch gerade was im Kastenwagen aufgrund des geringen Platzes geschuldet ist,
sich bei schlechterer Witterung und im Herbst und Winter ziemlich viel in diesem kleinen Bereich hier vorne abspielt und man sehr viel Nässe einträgt, war halt meine Angst, dass ich hier irgendwann Probleme mit dem Mobiliar kriege, mit dem Fußboden kriege, dass es doch, ohne dass es gewollt und bösartig ist, jemand hier doch irgendwie Nässe so weit einbringt, dass es mir irgendwo hinterläuft. Also ich für mich und auch meine Frau sieht das so. Wir leben ruhiger seitdem. Ich mache lieber einmal im Jahr, beziehungsweise oder jedes zweite Jahr, die Silikonfugen im Bereich des Eingangs neu, um dass sie optisch wieder schier sind. Natürlich, wenn sie in Funktion beeinträchtigt sind durch eine Beschädigung, muss es naheliegend sein, dass es zeitnah gemacht wird. Aber ich glaube, der Urlaub und das On-Tour-Sein mit dem Fahrzeug ist doch dadurch erheblich. Ja, es hat eine Qualitätssteigerung erfahren, weil man einfach ruhiger reist, ruhiger lebt, ruhiger im Umgang mit allem hier ist. Selbst wenn mal die Kinder in der Küche sind, ja gut, wenn das Glas umfällt, dann gleich agieren, wegwischen, Thema durch, ne? Also ich denke, das war so meine Message für euch und ob das jetzt jemand für sich sagt, ich mache das auch oder das ist totaler Schwachsinn in meinen Augen, das soll jedem selbst überlassen sein. Ich wollte es ganz gerne teilen mit euch, wie wir das gelöst haben. Und Nasszelle das Gleiche. Das war ja fast kritisch, gerade was der Bereich ums Waschbecken angeht. Wir dachten, wir fallen aus allen Wolken am Anfang. Man klappt hoch und es lief überall auf die Toilette von hinten in diese Zwischenplatte da rein. Und das war nicht schön. Also da musste wirklich Hand angelegt werden. Ich denke, da werden einige sagen, ja, es ging uns genauso, wer das Video sieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur bei unserem ist. Die Konstruktion ist bei sehr, sehr vielen Modellen gleich. Ist nicht schön gelöst, ist ein eindeutiger Verbesserungsvorschlag und seitdem ist das Bad top praktikabel, was der Umgang mit Wasser angeht. Und das ist da ja eigentlich die Hauptaufgabe der Nasszelle. Okay, ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wie gesagt, heute nur mal ein kleines Kurzvideo zum Thema Versiegelung. Das wollte ich schon lange mal nachziehen, eigentlich schon zur Saisonbeginn. Aber ich dachte jetzt, ehe unsere große 3- bis 4-wöchige Polenreise losgeht, da kommt die Tage jetzt gleich oder bald das Einführungsvideo dazu, wollte ich das auf jeden Fall noch vom Tisch haben, weil vielleicht doch den einen oder anderen jetzt in der laufenden Saison das noch irgendwie nachziehen kann oder sich vielleicht für den Herbst vornimmt. Alles klar, ihr Lieben. Wenn das Video euch gefallen hat, Daumen hoch, über ein Abo freuen wir uns auch immer sehr und bis bald. Danke fürs Einschalten. Euer Bäumchen, macht's gut.